Unser Thema heute, die Nacht des Ringens. Und dazu begrüße ich auch herzlich unsere Zuschauer im Internet. Jakob war 20 Jahre in der Fremde gewesen. Bei seinen Verwandten. Seine Mutter stammte ja aus dieser Gegend. Und er hatte seinem Onkel Laban gedient. Zuerst 7 Jahre am Rahel, wurde dann getäuscht, stellte dann fest, dass er 7 Jahre am Lea gedient hatte, dem untergejubelt wurde. So musste er also 14 Jahre arbeiten, um diese 2 Frauen zu erwerben. Das war der Brautpreis. Und erst danach bekam er einen Lohn. 14 Jahre arbeitete er für seine 2 Frauen. Das war der Wert, den sie besaßen. So hatte das Laban mit ihm geregelt, das heißt, ihn auf diese Art und Weise getäuscht. Denn 7 Jahre waren ausgemacht und dann wurden es doppelt so viele. Und in diesen letzten 6 Jahren, wo er dort war, hatte Gott ihn so gesegnet und die Herden hatten sich so vermehrt, dass Laban und seine Söhne, also die Cousins von Jakob, Jakob mit anderen Augen betrachteten. Denn als er gekommen war vor 20 Jahren, hatte er nun einen Stab. Und jetzt hatte er Herden über Herden. Denn was auch Laban versuchte, wenn er in die Herden anblickte und sah, da sind keine Gesprenkelten fast drunter, dann sagte er zu Jakob, die Gesprenkelten sollen dir gehören, die geboren werden. Und Gott fügte es so, Gesprenkelte wurden geboren noch und noch. Und wenn Laban dann merkte, das geht sich nicht gut aus für mich, dann hat er die Farbe wieder verändert, na, jetzt nehmen wir die Farbe, wo er merkte, da sind jetzt weniger davon. Dann hat Gott es so gefügt, dass diese Tierfarbe geboren wurde. Und so wie ausgemacht, bekam Jakob immer die Kleinen. In dieser Farbe, in der Farbe. Jakob hat später gesagt zu seinem Onkel, 10-mal hast du meinen Lohn verändert. Denn immer wenn er gemerkt hat, da gibt es Segen bei der Farbe, dann hat er es wieder verändert. Und Gott ist immer mit, hat eben das immer wieder für Jakob geführt. Und jetzt war seine Herde so riesengroß geworden, so sichtbar der Segen Gottes, dass Laban und seine Söhne voller Eifersucht war. Und sie wurden böse, neidisch. Und sie sprachen untereinander, als der kam, hat er nur einen Stab. Schaut es an, was der jetzt hat. Alles hat er von uns. Es waren unsere Herden, die da geboren haben. Und dann will er nach Hause. Und er wäre schon längst gegangen, wenn er nicht wüsste, zu Hause wartet der Bruder. Und zwar mit dieser Aussage, an dem Tage, wo unser Vater Isaak stirbt, stirbt auch Jakob. Da sind die Aussichten zurückzukehren nicht gerade rosig. Hier zu bleiben, in Haran, bei seinem Onkel und seinen Cousins, die immer finsterer blicken mit jedem Tag, auch keine Zukunft. Er möchte heim, fürchtet sich aber heimzugehen. Und da erscheint ihm Gott und sagt, kehre zurück. Und er kehrt zurück. Und ist froh, bis er, je näher er kommt in seine Heimat, immer mehr dran denkt, aber wie wird jetzt die Begegnung mit Esau sein? Er ist zwar jetzt Laban entkommen, der ist ihm zwar nach, hat ihn noch erreicht, aber Gott hat zu Laban in der Nacht gesprochen, hüte dich, mit Jakob anders zu reden als freundlich. So sind die in Frieden auseinander. Die Sache wäre abgehakt. Aber da ist jetzt ohnehin die Trennung. Laban bleibt in Haran, Jakob entfernt sich mit jedem Tag von ihm. Dort, wo er jetzt in Frieden ist,
ist Entfernung. Aber dort, wo einer böse auf ihn wartet, da wird die Entfernung immer geringer. Und er zittert vor dieser Begegnung. Denn damals war ja ausgemacht, zwischen seiner Mama Rebekka und ihrem Sohn Jakob, geh einmal fort, bis sich der Grimm deines Bruders gelegt hat, so hatte die Mama gesagt. Und dann, wenn das abgeklungen ist, wenn er nicht mehr so zornig ist, dann schicke ich einen Boten und dann kannst heimkommen. Und was war 20 Jahre lang gewesen? Kein Bote, der sagte, du kannst heimkommen. Der einzige Bote, die einzige Nachricht, die zu Jakob kam in diesen 20 Jahren, deine Mutter ist tot. Das war die einzige Nachricht. Und er konnte nicht einmal zum Begräbnis. Und als er jetzt so seinen Weg zieht, lesen wir im 1. Mosebuch, Kapitel 32, Vers 2. Jakob aber zog seinen Weg und es begegneten ihm die Engel Gottes. Er ist voller Angst. Er fürchtet sich vor jedem neuen Tag, denn je näher er den heimatlichen Gefilden kommt, desto näher kommt er auch zu seinem Bruder Esau, der ihn hasst, weil er damals ihn betrogen hat, getäuscht hat. Und er betet und betet und betet auf diesem Weg. Und da steht, es begegneten ihm die Engel Gottes. Im Buch Patriarchen und Propheten ist das so geschildert. Jakob sieht, wie vorneweg vor seiner Herde Engel Gottes marschieren. Und er sieht, wie am Ende von seiner Herde Engel Gottes marschieren. Und da merkt er, vorn und hinten, von allen Seiten bin ich beschützt. Ha. Vers 3. Als er sie sah, das ist nämlich der Punkt, als er sie sah, die Engel Gottes, die sind ja auch jetzt da. Der Unterschied ist nur, wir sehen sie nicht, obwohl sie da sind. Als er sie sah, sprach er, hier ist Gottes Heerlager. Und er nannte diese Stätte Mahanaim. Das hat ihm Zuversicht gegeben, Mut, Hoffnung, Trost. Jetzt musste er sich nicht mehr fürchten vor der Begegnung mit Esau. Aber wir Menschen sind so eigenartig. Obwohl er jetzt gesehen hat, die Engel sind um unser Lager herum, denkt er wieder nach auf seinem Lager in der Nacht? Ja, aber wenn der doch noch böse ist, man müsste ja selber auch irgendwas tun. Und er meint, der Sache ein bisschen nachhelfen zu müssen. Engel Gottes um mich herum ist ja ganz fein, aber machen wir noch etwas. Jetzt schickt er von seinem Lager aus eine Vorhut Richtung Esau, die sein Nahen ankündigt. Dass also Esau weiß, Jakob kommt. Dass der nicht mitten in seinem Lager überrascht wird, wenn der auf einmal daherkommt. Und zwar, Vers 4, Jakob aber schickte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau ins Land Seir, in das Gebiet von Edom, das ist ganz unten im Süden, südlich vom Toten Meer. Und was sagt er diesen Boten? Und er befahl ihnen und sprach, so spricht zu Esau, meinem Herrn, dein Knecht Jakob. Nicht dein Bruder Jakob, dein Knecht, dein Diener Jakob. Lässt dir sagen, ich bin bisher bei Laban lange in der Fremde gewesen und ich habe Rinder und Esel, Schafe, Knechte und Mägde. Damit der Bruder weiß, brauchst dich nicht sorgen, wenn ich komme und dass ich einen Besitz haben möchte, habe ich selber, brauche ich nichts von dir. Ich nehme dir deine Herden nicht weg. Ich habe selber Rinder, Esel, Schafe, Knechte, Mägde.
keine Sorge um das Erbteil, das Isaak dir gegeben hat. Ich brauche nichts von dem. Und dann sagt er noch weiter, und ich habe ausgesandt, es dir, meinem Herrn, wieder, nicht meinem Bruder, meinem Herrn anzusagen, damit ich Gnade vor deinen Augen finde. Also einmal sagt er, ich bin dein Knecht, dein Diener, bist mein Herr und ich habe selber Besitz, nehm dir nichts weg, ich will nur Gnade, nur Frieden, Versöhnung. Tu mir bitte nichts. So, dann wartet er unruhig. Und er hofft, dass die Boten zurückkommen mit der Nachricht, Esau tut dir nichts mehr. So, Vers 7. Die Boten kamen zu Jakob zurück und sprachen, wir kamen zu deinem Bruder Esau und er zieht dir entgegen. Mit 400 Mann. Oh, das klingt nicht gerade nach Versöhnungsfest. Mit 400 Mann kommt er entgegen. Mit 400 bewaffneten Männern. Und was hat er? Ja, Rinder, Schafe, Esel, Kamele, Ziegen. Und Kinder, kleine, größere. Es ist ein Lager ist ein wehrloser Haufen, aber der andere kommt mit 400 Kriegern. Und jede Stunde, die vergeht, kommen die näher. Er hat gemeint, wenn er eine Botschaft schickt, dann kann er ganz in Ruhe dieser Begegnung entgegensehen. Gott hat ihm gezeigt, die Engel sind um dich her. Das hat nicht genügt. Er will noch die Versicherung von Esau. So, und was hat er jetzt für eine Versicherung? 400 Krieger kommen dir entgegen. Ja, die Nachricht, die dient nicht gerade für eine friedliche Nachtruhe. Vers 8, wie Jakob das hört. Da fürchtete sich Jakob sehr. Also der hat gezittert, der hatte Angst um sein Leben. Ihm wurde bange. Und jetzt überlegt er, der kommt, macht uns nieder, jetzt teilt er seine ganze Mannschaft, sein Lager, seine Tiere, die Menschen, die um ihn sind, in zwei Lager. Der denkt sich, wenn Esau auf das erste trifft und macht die nieder, meint vielleicht, das wäre schon alles, dann kann das andere Lager, das getrennt unterwegs ist mit Abstand, vielleicht entkommen. Vielleicht kann ich die Hälfte retten von dem. Er teilte das Volk, das bei ihm war, und die Schafe und die Rinder und die Kamele in zwei Lager und sprach, wenn Esau über das eine Lager kommt und macht es nieder, so wird das andere entrinnen. So, und dann wendet er sich wieder an Gott. Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak. Der du zu mir gesagt hast, zieh wieder in dein Land. Deswegen hat er sich ja aufgemacht, sonst hätte er sich ja nicht getraut. Zieh wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft. Ich will dir wohl tun. Er erinnert Gott daran. Du hast gesagt, ich soll gehen und du hast gesagt, du schützt mich. Und er hat auch die Engel gesehen, die um ihn her sind. Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knechte getan hast. Denn ich hatte nicht mehr als diesen Stab, als ich hier über den Jordan ging. Und nun sind aus mir zwei Lager geworden. Er hat noch immer denselben Hirtenstab. Das war das Einzige, was er aus der Heimat mitgenommen hat. Sonst nicht, nur den Hirtenstab. Und jetzt betet er, nur das hatte ich. Und jetzt habe ich zwei Lager. Zwei Herden. Und jetzt kommt seine zentrale Bitte, Vers 12. Errette mich von der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus. Errette mich aus dieser Hand. Denn ich fürchte mich vor ihm, dass er komme und schlage mich, die Mütter samt den Kindern.
Er muss befürchten, dass Esau nichts am Leben lässt. Außer die Tiere, die nimmt er sich dann. Hab und Gut, das kann er brauchen. Und er betet weiter, du Herr hast gesagt, ich will dir wohltun und deine Nachkommen machen wie den Sand am Meer, den man der Menge wegen nicht zählen kann. Gott hat gesagt, geh zurück und ich will dich machen, deine Nachkommen, wie den Sand am Meer. Aber jetzt kommt Esau und jetzt die Angst. Hier die Verheißung und da die Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit, 400 Krieger, da wird es nichts mit Nachkommenschaft wie Sand am Meer. Das ist Ausrottung, was bevorsteht. Darum fürchtet er sich ja so. Und seinen Bruder kennt er sehr gut. Wenn der 20 Jahre sich nicht beruhigt hat, wird er sich jetzt auch nicht beruhigen. Ganz im Gegenteil. Denn jetzt droht ja die Gefahr, dass der Bruder zurückkommt und vielleicht irgendwas will. Vom Erbe. Jetzt plant er noch etwas. Denkt sich, ich muss ihn günstig stimmen, meinen Bruder. Ich muss ihn besänftigen. Ich muss ihm irgendetwas geben, so im Vorfeld, damit er mir nicht alles wegnimmt. Lieber gleich was hergeben, als alles verlieren. Vers 14, und er blieb die Nacht da und nahm von dem, was er erworben hatte, ein Geschenk für seinen Bruder Esau. Und jetzt lest er mal, was da für ein Geschenk gebracht wird. Und jetzt geht uns auf, wie groß die Herde von Jakob gewesen sein muss. So, dieses Besänftigungsopfer. Vers 15, 200 Ziegen. Habt ihr schon mal 200 Ziegen als eine Herde gesehen? Das ist aber nicht so, dass er jetzt nichts mehr hat. Er hat noch zwei Lager. 200 Ziegen. 20 Böcke. Man sieht also, den weiblichen wurde hier Mehrwert beigelegt. 200 Schafe. 20 Witter. Dasselbe Verhältnis bei Ziegen und Schafen. 30 säugende Kamele mit ihren Füllen. Das ist auch Mamatiere. 40 Kühe, 10 junge Stiere, 20 Eselinnen, 10 Esel. Eins wird schon einmal klar, weibliche Tiere sind hoch bevorzugt. Und er tat sie unter die Hand seiner Knechte, je eine Herde besonders, und sprach zu ihnen, geht vor mir her und lasst Raum zwischen einer Herde und der anderen. Und er gebot dem Ersten und sprach, wenn dir mein Bruder Esau begegnet und dich fragt, wem gehörst du an? Wo willst du hin? Wessen Eigentum ist das, was du vor dir hertreibst? Dann sollst du so sagen, es gehört deinem Knecht Jakob. Und der sendet es als Geschenk seinem Herrn Esau und zieht hinter uns her. 200 Schafe. 200 Ziegen und. Ebenso gebot er auch dem Zweiten und dem Dritten und allen, die den Herden nachgingen. Also für jede Art von den Tieren ein eigener Hirte, eine eigene Herde. Und er sprach, wie ich euch gesagt habe, so saget zu Esau, wenn ihr ihm begegnet. Und saget ja auch, siehe, dein Knecht Jakob, nicht dein Bruder, dein Knecht Jakob kommt hinter uns. Denn er dachte, ich will ihn versöhnen mit dem Geschenk, das vor mir hergeht. Danach will ich ihn sehen. Vielleicht wird er mich annehmen. Also er macht alles nur Erdenkbare, damit er Frieden mit Esau bekommen kann. Denn er hat Angst. Riesige Angst. Vers 22, so ging das Geschenk vor ihm her, aber er blieb diese Nacht im Lager. Und während er so überlegt und überlegt, macht er noch etwas. Vers 23. Und Jakob stand auf in der Nacht. Wir merken also seine Unruhe. Es wird alles geregelt und dann kommt ihm noch ein Gedanke, jetzt steht er in der Nacht noch einmal auf und macht noch eine Aktion.
Und er nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Furt des Jabok. 11 Söhne, denn der 12. Benjamin ist noch nicht geboren. Den gibt es noch nicht. Jabok ist also der Fluss im Ostjordanland, heutiges Jordanien, mündet in den Jordan und sie überqueren da die Furt. Er nahm sie, führte sie über das Wasser, sodass hinüberkam, was er hatte, und er blieb allein zurück. Die anderen schickt er alle schon über den Fluss hinüber, er geht noch einmal allein zurück und betet. Denn er weiß, morgen ist es soweit. Morgen wird er da sein, der Esau. Er kann sich das ausrechnen. Ist die letzte Nacht, vielleicht die letzte Nacht seines Lebens. Und er betet und ringt. Es geht ihm um Schutz vor Esau, dass Gott das für ihn durchführt. Aber vor allem möchte er wissen, Herr im Himmel, hast du mir vergeben? Und er ringt und betet und zittert. Und im Buch Patriarchen und Propheten steht, er weinte laut. Also der war am Ende mit seiner Psyche. Und dann spürt er eine schwere Hand auf seiner Schulter in der Dunkelheit der Nacht, um Mitternacht. Und er fährt auf. Ist das schon Esau? Ist das schon einer seiner Männer? Geht es ihm jetzt ans Leben und er wehrt sich, wie er nur kann. Er ringt und ringt, um zu überleben. Und er kämpft mit aller Macht, um zu bestehen. Er bietet seine ganzen Kräfte auf. Und als der Morgen dämmert, dämmert es ihm auch. Das ist ja ein Engel, mit dem ich da ringe. Und wie er die Erkenntnis bekommt, berührt ihn der Engel bei der Hüfte und das reicht, um ihm das Gelenk auszukegeln. Und damit ist er kampfunfähig. Ein kleiner Schlag und die Sache ist schon vorbei. Der Engel hat also mit ihm so getan, wie wenn du mit einem Einjährigen ringst. Du tust halt so, als ob. Der Engel hätte ihn in Sekundenbruchteilen vernichten können. Und als das Jakob aufgeht, dass er hier einen himmlischen vor sich hat, und nach dieser Berührung war es ihm noch einmal mehr klar, hat er nur mehr eine Sehnsucht. Er hat jetzt Schmerzen, denn das Gelenk ist ausgekegelt. Wenn dir das je widerfahren ist, das tut ordentlich weh. Und vor allem, wenn das vom Oberschenkel her ist beim Becken, weil da ist das ganze Gewicht drauf, wenn du stehst. Das ist noch viel schlimmer, als wenn es die Schulter wäre. Und er ist von Schmerzen geplagt, aber er hat nur eine Sehnsucht. Ich lasse dich nicht, ohne dass du mich segnest. Er hat begriffen, wer da ist. Und diese Begegnung ist eine, die eine tiefe, tiefe Symbolik hat. Denn der Prophet Jeremia hat in Kapitel 30, ich lese ein paar Zeilen aus den Versen 5 bis 7, an diese Geschichte angeknüpft, weil Gott ihm etwas mitgeteilt hat. Er sagt, wir hören ein Geschrei des Schreckens, nur Furcht ist da und kein Friede. Wie kommt es denn, dass alle Angesichter so bleich sind? Wehe, es ist ein gewaltiger Tag und seinesgleichen ist nicht gewesen. Es ist eine Zeit der Angst für Jakob. Doch soll ihm daraus geholfen werden? Interessant. Jeremia bekommt eine Botschaft für die Zukunft und spricht über eine Zeit der Angst für Jakob. Jakob, ihr habt es im übertragenen Sinn,
Denn Jakob bekam ja in dieser Nacht einen neuen Namen. Sollst nicht mehr Jakob heißen, Fersenhalter, was auch dann die Bedeutung Betrüger angenommen hat. Das ist also kein schmeichlerischer Name. Die Eltern, die ihren Sohn so nennen, ob die daran denken, dass sie ihren Sohn Betrüger nennen, wenn sie ihn Jakob nennen. Und er kriegt jetzt einen neuen Namen, Israel. Einer, der mit Gott ringt. Jetzt im positiven Sinn. Es ist eine Zeit der Angst für Jakob, für Israel. Und wir sind ja das Israel Gottes, das Volk Gottes im neuen Bund. Heute ist es ja nicht mehr eine Blutsverwandtschaft, sondern eine Geistesverwandtschaft, das Volk Gottes. Kommt aus allen Völkern. Die, die Jesus nachfolgen, die ihn lieb haben, die ihm vertrauen, die seine Gebote halten wollen. Nicht die, die sagen Herr, Herr, sondern die den Willen Gottes erfüllen. Und jetzt sagt hier Jeremia eine Zeit voraus, wo es um ein ähnliches Ringen und um eine ähnliche Angst geht für das Volk Gottes, wie damals für Jakob, der dann den Namen Israel bekam nach dieser Nacht. Und da steht jetzt im Buch Patriarchen und Propheten, Seite 174, diese Zeit der Angst beginnt, wenn Christus sein Werk als Mittler für die Menschen beendet. Dann ist der Fall eines jeden Menschen entschieden. Und es wird kein sühnendes Blut mehr geben. Dann gilt, was in Offenbarung 22, Vers 11 steht, wer böse ist, der sei fernerhin böse. Und wer unrein ist, der sei fernerhin unrein. Aber wer fromm ist, der sei fernerhin fromm. Und wer heilig ist, der sei fernerhin heilig. Da kommt es zu einem Schnitt. Da wird etwas festgeschrieben. Was bis dorthin an Positivem passiert, wird fixiert, versiegelt, geschützt. Und von da an gibt es kein Wechseln der Seiten mehr. Da hat sich jeder festgelegt. Er ist entweder hier oder da. Entweder auf der Seite Jesu oder nicht. Und das Besondere in dieser Zeit, wenn sich dann der Geist Gottes hier auf dieser Erde zurückzieht, weil alle ihre Entscheidungen getroffen haben, dann wird sichtbar, was sich dann abspielt. Wenn das Böse so richtig wirken kann, unmittelbar bevor Jesus kommt. Und da wird dann allen Menschen bewusst, was es bedeutet, was bisher Zeit der Gnade war und jetzt nicht. Und wo man dann sieht, wie das Böse in die Höhe kommt und wie die Angst in die Höhe kommt. Und diese Phase wird genauso bewältigt wie bei Jakob. Umso fester am Herrn festzuhalten. Und weil es so einen Zeitpunkt gibt, darum ist es so wichtig, vorher die Dinge festzumachen. Denn wenn die Gnadenzeit zu Ende ist, dann ist sie zu Ende. Und sie wird glücklicherweise dann erst zu Ende gehen, wenn jeder seine Entscheidung getroffen hat. Der Himmel wird alle Register ziehen, dass die Menschen sich entscheiden. Die einen entscheiden sich in die Richtung, die anderen in die. Aber jeder wird sich entscheiden. Und wenn sich alle entschieden haben, dann ist das Ende da. Wenn Gott weiß, jetzt kommt keiner mehr von der falschen auf die richtige Seite. Und dann naht diese Zeit der Angst, die dann zu Ende geht mit der Wiederkunft. Als Jakob hier schwer gezeichnet aus diesem Ringen mit Gott herausgeht, ist er dennoch so froh wie noch nie zuvor. Denn er weiß, mir ist vergeben. Der Herr hat ihm versichert, du bist angenommen, deine Schuld ist dir vergeben. Und jetzt fürchtet er sich vor nichts mehr.
Jetzt kann Esau kommen. Das macht ihm jetzt alles nichts mehr aus. Obwohl er jetzt ein Humpelnder ist. Vorher war er noch stark. Jetzt humpelt er. Und dennoch strahlt er. Obwohl er Schmerzen hat. Aber jetzt ist das Entscheidende geschehen. Kapitel 33, Vers 1. Jakob hob seine Augen auf und sah. Was sieht er? Seinen Bruder Esau kommen mit 400 Mann. Und jetzt sieht man, wie Jakob seine Leute einschätzt, wen er am liebsten hat. Und er verteilte seine Kinder auf Lea und auf Rahel und auf die beiden Leibmägde und stellte die Mägde mit ihren Kindern vorne an. Also wenn es jemand erwischt, die riskiert er als erstes. Lea mit ihren Kindern dahinter und wer kommt ganz zum Schluss? Und Rahel mit Josef zuletzt. Das sieht man noch einmal, wie er sie in ihrer Reihenfolge einschätzt, nach der Wichtigkeit. Rahel hat er ganz bei sich. Und er ging vor ihnen her und neigte sich siebenmal zur Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Siebenmal hat er sich zur Erde verneigt, vor seinem Bruder. Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn, fiel ihm um den Hals, küsste ihn. Und sie weinten. Ja, so hätte er nie gedacht, dass das ausgeht. Der fällt ihm um den Hals, Schmatz, Schmatz, und sie weinen. Wer hätte das gedacht? Und der Esau fragt, wer sind diese bei dir? Es sind die Kinder, die Gott deinem Knecht beschert hat. Wieder deinem Knecht. Und dann kommen sie alle her, die Lea, die Rahel, die Kinder. Und dann fragt der Esau in Vers 8, was willst du mit all den Herden, denen ich begegnet bin? Dass ich Gnade fände vor meinem Herrn, nicht vor meinem Bruder. Und der Esau sagt, ich habe genug, mein Bruder, behalte, was du hast. Der sagt, nimm nur. Er will unbedingt, dass er die 200 Schafe und 200 Ziegen und, das alles nimmt. Damit es nie mehr irgendetwas gibt. Wer weiß, heute ist er rührselig, ganz nostalgisch, wer weiß, was in einem Jahr ist. Soll er lieber die Geschenke haben. Er nötigte ihn, heißt es am Ende von Vers 11, dass er das alles nahm. Und dann möchte Esau mit ihm ziehen und er sagt, na schau, du hast der flotte Reiter, ich mit meinen kleinen Lämmern und den kleinen Ziegen, ich kann die Herde nicht übertreiben, dann sterben mir alle, zieh nur wieder weiter. Ja, dann lasse ich ein paar Soldaten von mir da, ein paar Knechte. Na, brauche ich auch nicht. Er ist froh, wenn der wieder mit allen 400 sich entfernt. Ist ihm wohler zumute. Und dann trennen sie sich wieder. Der eine zieht wieder ins Gebirge Seir und Jakob zieht langsam mit seiner Herde weiter. Dezimiert, aber jetzt froh. Er muss sich nicht mehr fürchten. Er sieht wieder die Gebiete, wo er einst mit seinem Vater Isaak unterwegs war, mit all den Herden. Er hat jetzt Frieden. Dieses Bild vom Ringen am Jabbok, wo Jakob diese Nacht hier durchgebetet hat und dann gerungen hat mit Christus selbst, dieses Bild für die letzte Phase vor Jesu Wiederkunft, das ist schon etwas Besonderes. Denn das Ganze will eines sagen. Jetzt ist die Zeit des Heils. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Dann gibt es einen Schnitt. Dann ist jeder auf irgendeiner Seite. Und dann ändert sich nichts mehr. Jetzt ist es die Zeit, festzumachen. Ganz festzumachen mit dem Höchsten. Jetzt diese Sicherheit zu erfahren, wie sie Jakob erfahren hat. Dass man frohgemut in die Zukunft blicken kann. Ich bin versöhnt mit dem Höchsten. Er hat mir vergeben. Ich brauche nichts mehr befürchten. Ich habe ihm alles bekannt, bereut, ich habe um Vergebung gebeten
macht es vorher. Weil dann geht es nicht mehr. Dann gibt es kein versöhnendes Blut mehr. Jetzt ist das Angebot. Dann gibt es keines mehr. Und das will uns diese Geschichte mitteilen. Nutze die Zeit, solange du sie hast. Da musst du dich nicht fürchten vor dem, was da kommt. Dann hast du Frieden. Dann kannst du strahlen wie Jakob nach dieser Nacht. Wohl dir, wenn du das so erlebst. Amen. Unser Vater, der du im Himmel bist, danke, dass du dort am Jabok deinen Sohn gesandt hast. Danke, dass uns diese Geschichte aufzeigt, wie sehr du an uns interessiert bist. Wie sehr du möchtest, dass wir Frieden finden, Versöhnung, Vergebung, mit dir im Reinen zu sein, Harmonie mit unserem Schöpfer zu haben. Danke, dass du ein Gott bist, der jedem, der voll Reue zu dir zurückkehrt, dass du jedem vergibst. Danke, dass jeder, der dich sucht, dich auch finden wird. Du möchtest segnen, wie er sich segnen lässt. Danke, dass jetzt dieses Angebot noch gilt. Danke für diese Zeit der Gnade. Amen.